Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr jetzt wieder mit dabei seid bei unserem nächsten Smoothie bzw. Power-Smoothie-Rezept. Und das ist jetzt der sogenannte Bananen-Kokos-Smoothie, was da alles gleich reinkommt. Dazu geht es gleich weiter. Natürlich habe ich hier wieder super Unterstützung in Form von Dr. Klaas Wesseler, Lungenfacharzt aus Hamburg, falls ihr ihn noch nicht kennengelernt habt. Er ist auch super am Schneidemesser. Also Lars, danke, dass du wieder mit dabei bist. Gerne. Genau, und heute ist natürlich das Thema Kalorien, nahrhafte Ernährung. Man darf nicht abnehmen, habe ich gelernt. Also muss ich das in Form von Ernährung einfach zufügen. Und das ist teilweise tatsächlich sehr anstrengend. Also es kann sein, dass dieses Kalorienzufügen wahnsinnig anspruchsvoll für den Patienten ist. Weil nehmen wir an, die Schleimhäute sind offen oder man hat sowieso keinen Appetit, einem ist leicht übel, das kann an der Chemotherapie liegen, das kann aber auch einfach an dem Tumor selbst liegen. Mhm. Das A und O ist, dass nicht Gewicht abgenommen wird, dass man keine Körner verliert, wie es beim Radfahren heißt, sondern dass man dem Tumor was entgegenzusetzen hat. Mhm. Kraft und Energie, und das ist einfach das Körpergewicht. Deswegen messen wir das zum Beispiel auch jedes Mal und nehmen das als Parameter, wie die körperliche Gesamtsituation ist. Also wir fangen an mit unserem Bananensmoothie. Banane und Kokosmilch sind die Basis, das haben wir schon mal gelernt. Jeder Smoothie hat ja so ein Baukastensystem. Und in diesem Fall ist die Basis die Kokosmilch. Klaas, warum ist Kokosmilch jetzt so gut? So gut ist immer die Frage im Verhältnis, ne? Also hier haben wir viel Energie drin. Wir haben auch mal letztendlich was Glutenfreies und was letztendlich Laktosefreies, dass man das als Ersatz benutzen kann. Und in der Kombination mit Banane ist der Geschmack natürlich auch etwas exotisch. Hinsichtlich des Baukastenprinzips, verschiedene Stoffe miteinander kombinieren und gucken, was einem am besten schmeckt. Ich will es trotzdem noch mal ganz genau wissen. Ist Kokosmilch jetzt aufgrund vielleicht ihres Fettgehalts irgendwie besonders nahrhaft? Nahrhafter als beispielsweise Vollmilch? Also nahrhaft ist es tatsächlich. Man kann den Fettgehalt jetzt nicht ganz zwingend miteinander vergleichen, weil auch die Milch natürlich aus vielen verschiedenen Dingen noch zusätzlich besteht. Mhm. Aber hier können wir viele Energieträger in kurzer Zeit zuführen. Und vom Geschmack ist es halt sehr angenehm. Gerade gereizte Schleimhäute, viel Energie auf Mal, und mit Banane kombiniert ist das einfach eine tolle Sache. Mhm. Also dann würde ich sagen, an den Mixer 250 Milliliter. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema Power, ne? Power, die Banane, richtig? Da ist die Banane sicherlich gut, ist sättigend, ist aber auch mit vielen Elektrolyten, da tun wir dem Körper. Und vor allen Dingen, es verleiht dem Smoothie auch so ein bisschen so eine cremige Note. Ich mache das einfach mal. Gibt ja auch viele, ich kenne kaum jemanden, der Banane nicht gerne isst. Banane ist ja auch so was sehr Beliebtes, ne? Bei Kindern, ja. Bei Erwachsenen. Beruhigt den Darm auch letztendlich, kann man letztendlich immer eine dabei haben. Ist eingepackt, hat seine eigene Verpackung dabei. Zack, 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 zack. So, jetzt fehlen natürlich noch unsere Haferflocken für unseren Smoothie, und die sind mal ganz pauschal für jeden gesund. Ballaststoffe braucht der Körper. Genau, es ist ballaststoffreich, ist einfach verdaulich, die quillen ja so ein bisschen auf. Das heißt, auch vom Runterschlucken ist das ganz angenehm, sind sehr geschmacksneutral und trotzdem tun sie dem Körper viel Gutes. Rein damit, oder? Rein damit, glaube ich auch. Jawohl. Gut, weiter geht's. Jetzt haben wir also die Kokosmilch, die Banane, die Haferflocke. Jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen süßen. Obwohl ich sagen muss, Banane und Kokosmilch als solches ist ja schon relativ süß, oder? Könnte reichen, aber ich glaube, vielleicht so einen kleinen Löffel von dem Honig können wir gerne dazu tun. Gut. Also Honig ist drin, und jetzt etwas, was ich persönlich total gerne mag, Vanille. Also die Vanilleschote, ja auch besser bekannt als die Königin unter den Gewürzen. Verleiht die jetzt meinem Smoothie nochmal so das gewisse Extra, oder warum? Ich glaube, einfach der Geschmack. Ne? Das Vanille ist einfach ein durchdringender Geschmack, und damit kann man bisher, die Haferflocken haben ja nicht so viel Eigenleben, die Banane hat nicht so viel Eigenleben, die Kokosmilch zwar schon, aber ich glaube, damit können wir es richtig aufpeppen. Man muss jetzt nicht zwingend eine frische Vanille haben. Sehr schön. Die Vanilleschote tatsächlich top ausgelöst. So, also dann verschließe ich hier mal die ganze Geschichte. Und fertig, alles drin, was wir brauchen. Auf geht's. Ich glaube, das ist ganz gut gemixt. Also Klaas, wie immer kommt jetzt natürlich hier, schmeckt's oder schmeckt's nicht. Eignet sich ja vielleicht auch ganz gut so zum Frühstück, finde ich, oder? Power ich, für den total, Tag. Toller Frühstücksmoothie. Cheers.
Ein bisschen weihnachtlich. Die Königin kommt durch. Die Königin kommt durch. Aber nee, sehr schmeckt lecker. Zucker. Finde ich echt. Man schmeckt die Kokosmilch, die Banane ist eine total runde Sache. Könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das jetzt jeden Tag. Aber trotzdem mixe. Angenehm. Nicht reizend. Mhm. So, und für unseren kalorienreichen Smoothie, den Bananen-Kokos-Smoothie, nehmt ihr also 250 Milliliter Kokosmilch, zwei Bananen, eine Tasse Haferflocken, dann die Königin der Gewürze, die Vanille und zum Süßen dann vielleicht noch ein bisschen Honig oder Agavendicksaft. Wenn jemand keine Bananen möchte, hat man natürlich die Chance, die Bananen auszutauschen gegen anderes Obst. Da ist letztendlich der eigene Geschmack entscheidend. Wir wollen ja diese Rezepte nicht ganz streng vorgeben, sondern vor allen Dingen soll es euch schmecken und gleichzeitig nahrhaft sein. Deswegen kann man da viel rumspielen. Die Banane ist jetzt unser Vorschlag, aber tauscht die gerne aus. Also es sind ja letztendlich wahrscheinlich Anregungen und man kann das entsprechend natürlich variieren, je nach Gusto, richtig? So würde ich sagen. Ja. Jawohl. Also das war unser Bananen-Kokos-Smoothie. Der schmeckt super. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Und es gibt natürlich noch weitere Rezepte, viel zum Ausprobieren. Ich würde jetzt sagen, klassisch bleibt dran, aber in diesem Fall würde ich einfach sagen, mixt weiter. Und hier sage ich Prost, hat wieder Spaß gemacht. Prost. Klasse.